die Kopulationen, die zur Seinsentstehung der Copula-Esse führen, sind also für die Idealisten die Vorstellung einer Verschmelzung von Zweien wechselseitig aufeinander, während es für die anderen eine Dienstbarkeit, eine Zeremonie, eine allerheiligste Messe darstellt, in dem der jeweils Zweite dem Ersten zur Verfügung steht, damit die Glorie ad majorem gloriam Dei beim Drittanderen ankäme. In diesen Wunderumwandlungs-, Ein- und Ausstülpungsmetamorphosen. Für die einen ist das heiliger Dienst am Lebendigen, für die anderen ist das Illusion auf Ewigkeitspersistenz.